und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch mit diesem Stempel von Action, diesen Holzstempel, den gibt es da aktuell, Karten basteln. Ich habe da 10 Stück vorbereitet und wünsche euch viel Spaß beim Video. Für die erste Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm, dann in 13,5 x 13,5 cm habe ich so hellgrünen Cardstock. Dann habe ich mir einmal hier den Bulli ausgemalt, koloriert und ausgeschnitten. Dann habe ich hier noch ein Oval, das ist 10,7 x 7,5 cm groß. Da soll der Busch dann nachher drauf, der Bulli. So, und auf dieses Grüne möchte ich jetzt noch den Bulli so stückchenweise draufstempeln, einfach in Schwarz als Hintergrund. Da lege ich mir einmal ein Papier drunter, damit ich mir nicht den ganzen Tisch beschmiere. Seht ihr, ich möchte dann hier nur so Stückchen von dem Busch drauf haben. Und dann bringe ich mir das hier einfach so mittig auf und das dann auf die Karte. Fertig ist Karte Nummer 1. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 10 x 14,5 cm das pinke Papier, dann einmal in 9,5 x 14 cm dieses hellblaue. Dann habe ich hier den Bulli einmal angemalt. Diesmal habe ich das obere Teil rosa gemalt. Mir gefällt das aber, glaube ich, besser, wenn der untere Teil ausgemalt ist, und dann habe ich hier noch ein paar Herzchen und die werde ich mir hier hinten dranhängen. Die sollen dann wie so Luftballons sein. Die Bändchen male ich mir mit einem schwarzen Feinliner, wie man so zum Beispiel bei Hochzeiten oder so kennt, ne? Könnte man jetzt noch ein Just Married oder so hinstempeln. Ich lasse die Karte aber jetzt erstmal so. Ich denke, ihr versteht, was ich hiermit meine. Und fertig ist Karte Nummer 2. Also, ich weiß ja, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich hatte so eine süße Idee gefunden mit einem Weihnachtsbaum. Und deswegen gibt es jetzt eine Weihnachtskarte. Hier habe ich mir eine Kartenrolling genommen in 15 x 15 cm. Habe mir in 13,5 x 13,5 cm. Hier so ein Quadrat ausgeschnitten, hier mit so Wellenrand, aber das ist natürlich einfach nur optional. Dann habe ich mir hier einen Kreis ausgestanzt, also ich habe erst das aufgeklebt, den roten Cardstock, und habe das ausgestanzt. Der Kreis ist 10,2 cm groß ungefähr. Dann habe ich hier einen Bus, den habe ich so in Weihnachtsmannfarben angemalt. Ein Bäumchen, den habe ich mir einfach so zackelig ausgeschnitten. Der kommt hier oben aufs Dach. Und dann habe ich hier noch zweimal so schwarze Streifen. Die sind beide gleich groß in 2,5 x 5 cm. Da werden noch Wimpel reingeschnitten. Die kommen dann hier oben und hier unten rein. Zwei gelbe Sterne. Die sind natürlich aber auch alle hier. Das klebe ich mir auf ein Papier und klebe mir das hier hinter. Ich wollte es erst so machen, dass es hier in der Karte klebt, aber dann hat man fast keinen Platz mehr, was zu schreiben. Deswegen mache ich das
So, und das gefällt mir besser. Und fertig ist Karte Nummer 3. Ihr seht, man sieht jetzt von innen nichts mehr und von außen finde ich es richtig cool. Hier würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich hier noch was drauf machen würde. Erstmal nicht mehr. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm in Craft-Farben. Dann habe ich mir einfach hier ganz normal das auf ein mintgrünes Papier aufgestempelt und ausgeschnitten. Und dann ein Oval aus mintgrün und ein Oval nochmal aus dem Craft-Farbig. Das kommt übereinander und dann noch drei so mintfarbene Herzchen und ich finde, so sieht das auch richtig cool aus. Sehr schlicht, aber ich finde trotzdem sehr cool. Karte Nummer 4. Für die fünfte Karte habe ich mir ein Kartenrolling selbst gemacht. Den habe ich aus einem DIN A4 Cardstock geschnitten. Und zwar habe ich mir da 22 cm in der Länge ausgeschnitten. Die Breite habe ich so gelassen mit 21 und habe dann in der Mitte gefalzt. Also habe ich jetzt hier ein Kartenrolling in 11x21 cm. Dann habe ich mir jeweils in grün und in blau in 10 cm Größe ein Quadrat ausgeschnitten, in weiß jeweils in 9 cm ein weißes, in weiß ein weißes, 9 cm groß und zweimal den Bulli, einmal in grün, einmal in blau. Dann habe ich hier in gelb, ich weiß gar nicht wie groß, 6,5 x 2,5 und in 6 x 2 cm diesen Streifen mit einem Stempel drauf. Da kommt noch ein da kommt vielleicht noch ein kleiner Wimpel rein, mal gucken. Dann kommt das hier unten hin und das hier schneide ich, das was übersteht, schneide ich dann später ab. Und fertig ist Karte Nummer 5. Für die sechste Karte habe ich ein Kartenrolling in 10x5x15 cm. Dann habe ich in 10x8 cm hellblauen Cardstock, in 10x6 cm weißen Cardstock. Da habe ich mir unten dann was drauf gestempelt. Dann habe ich in 4x10 cm grauen Cardstock. Der kommt dann hier mittig drauf und da kommen dann mit dem weißen Stift wie so diese Trennstreifen von der Straße hin. Und da kommt dann der Bulli diesmal in zwei Lilatönen oben drauf.
fertig ist Karte Nummer 6. Die siebte Karte ist ähnlich einfach wie mit dem Mintgrün vorhin. Da habe ich mir das sieht aus wie Aquarellpapier, habe ich mir rausgesucht. In 6x11 cm habe ich mir ein Stück ausgeschnitten und den Bulli auf demselben Papier gestempelt und ausgeschnitten. Dann habe ich mir hier noch unten was hingestempelt. Das bringe ich mir hier oben so an und der Bus kommt dann da so drauf. Ich glaube, ich mache mir das nochmal ein bisschen kürzer. Also 6x10 cm sind das jetzt. Und das bringe ich so an. Und schon ist auch Karte Nummer 7 fertig. Für die achte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10x5x15 cm. Dann habe ich in 10x14,5 cm dieses Hintergrundpapier. Weißen Kartstock in 9,5x14 cm. Und dann habe ich mir passend zu dieser Hintergrundfarbe den Bus einmal komplett in einer Farbe angemalt. Ich wollte auch einmal sehen, wie das aussieht. Sonst habe ich den ja immer nur unten angemalt oder einmal oben oder einmal mit zwei Farben. Hier habe ich ihn komplett mal in einer Farbe koloriert. Und das bringe ich jetzt zusammen. Das passt halt gut zu dem Hintergrund, ne? Also manchmal bin ich ja so ein bisschen doof. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch irgendwie zu langweilig. Ich habe hier diese beiden Farben, mit denen ich den Bus koloriert habe noch. Und da will ich mir hier oben noch Luftballons aufmalen und die an den Bus hängen sozusagen. Fertig ist Karte Nummer 8. Für die neunte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10x5x15 cm in 14x5x10 cm. So Motivpapier, so schwarz mit weißem Muster. Dann habe ich mir den Bus in so einem dunklen Rot untenrum angemalt und mit braunen Polstern. Dann habe ich, das war das dunkelste Rot, was ich bei mir gefunden habe, das kommt hier hinter. Das sind 10x7,5. So, diesmal schneide ich den Bus nämlich auch nicht komplett aus, sondern lasse das so als Rechteck. Und dann habe ich hier noch einmal was gestempelt. In 3,5x3,5 habe ich hier dasselbe Rot nochmal als Quadrat. Und in 3x3 cm in Weiß. Und da habe ich was drauf gestempelt und das kommt dann hier daneben. Achso, das Markerpapier, was ich benutze, um die Stempelabdrücke zu kolorieren mit den Alkoholmarkern, die benutze ich vom Action. Das Markerpapier, was ich benutze, ist von Amazon, das habe ich euch unten verlinkt, falls da Fragen sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, damit unterstützt ihr mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig. Und wenn ihr noch nicht habt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch das kleine Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Fertig ist Karte Nummer 9.
Also die 10. Karte ist, glaube ich, meine Lieblingskarte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen hat. Da habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm, dann in 14x14 cm nochmal dieses Motivpapier, weil ich das einfach sehr süß fand. Und dann habe ich einmal noch diesen Regenbogen dazu genommen. Müsst ihr natürlich nicht, aber den wollte ich gerne auch einmal benutzen. Und den könnt ihr euch natürlich auch malen oder ihr lasst ihn weg oder wie auch immer. Und in denselben Farben habe ich mir dann den Bus angemalt. Das ist für mich jetzt so ein Hippie-Bus. Das seht ihr gar nicht recht. So, jetzt. Ist ein bisschen zu hell, ne? Da habe ich mir ein paar Regenbögen und ein paar Punkte auf dem Bus gemalt. Der kommt hier vor und dazwischen kommen noch... Ich wollte eigentlich Wolken machen, hatte ich aber nicht. Habe ich jetzt nicht hier irgendwo was drauf gestempelt? Genau, hier habe ich was drauf gestempelt. Das weiß ich noch nicht, ob ich das benutze. Die kommen hier so noch dahinter. Fertig ist Karte Nummer 10. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich denke ich, die könnte noch ein bisschen Glitzer vertragen. Ich weiß aber nicht so richtig, wo. Ich lasse sie jetzt erstmal so. Das war Karte Nummer 10. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich zeige euch gleich im Anschluss nochmal auf Fotos alle nacheinander. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!